Amelie Neumann vom BSV Isny. Am Ablauf hätten wir dann die Nummer 2. Die Christina Feicht vom WSV Kiefersfelden. Anna bei Scherfenberg vom SC Motor Zella Mili. Albin Holz vom WSV 1923 Bad Freienwalde. Selina Kölle vom SC Degenfeld. Clara Lebelt und Fauste Klingenthal. Als nächste mit der Nummer 12 am Start ist die Ronja Drax vom SC Partenkirchen. Ablauf mit der Nummer 9, die Amelie Anheimer
vom SC Oberstdorf. Maike Tyralla vom SK Meinertshagen. Man trägt da Max Unglaube, der ist vom WSV 1923 dort Freien Walde. Dann ist die 24 am Ablauf, der Alex Reiter, der Oberstdorf. Am Ablauf jetzt mit der Nummer 43, Ben Bayer, VfL Pfullingen. Auf haben wir die Nummer 49, der Adrian Tüttl vom SG Nickelhütte Aue. Am Ablauf dann mit der Nummer 38, der Janik Weist. Es war Bayersbronn. Dann haben wir die Nummer 56 am Start. Lenard Weigel. Es kam Meinertshagen. Dann auf die Startnummer 64 am Ablauf, Simon Steinbeißer. Dann ist mit der Startnummer 58 am Ablauf. Justus Rundmann, SC Steinhardt-Hallenberg.
Neumann ist die nächste vom BSV Disney. Und wir schreiben mal da. Jetzt die letzte der J16 weiblich, Anna Faye Scharfenberg vom SC Lothar. Christina Feicht vom WSV Kieferswilde mit der Startnummer 4, auch sie aus Lücke 14. Mit Alvine Holz vom WSV 1923 Bad Freienwalde e.V. Die letzte, aus der Jugend 17 ist Clara Lippel vom VSC Klingenthal. Selina Kölle ist die nächste Stadt. Und Selina kommt jetzt zu diesem Feld. Die nächste ist Ronja Traps vom Schiffepark in Köln. Amelie Tannheimer. Jetzt spannend werden. Maike Ciralla vom Schiffepark meiner Zarten. Björn Kupke ist der nächste, oder es geht in die Blüte Aue. Und jetzt kommt der letzte in der Jugendjahr 16, das ist Alex Reiter vom Skiclub Oberstdorf. Die Nummer trägt der Max Unglaube und der ist vom WSV 1923 Bad Freienwalde. Der Adrian Titel. Und jetzt genügt Nickel und die Aue. Der Janik Feist vom SV Bayersbronn. Und der kommt vom VfL Pfullingen, ist es Ben Bayer.
Der ist gut. 103 Meter, neuer Schanzenrekord. Also jetzt der letzte Athlet mit der Startnummer 64 von der SC Steinbach-Hallenberg, Justus Grumpen. Und es geht weiter mit Simon Steinbeißer vom COD und respektive dem Skiclub Ruhpolding.